Du bist in der Oberstufe oder du kommst in die Oberstufe, dann musst du auf jeden Fall diese Rechenregeln hier kennen. X hoch n mal x hoch m kann man schreiben als x hoch n plus m. Direkt ein Beispiel dazu, x Quadrat mal x hoch 4 kann man schreiben als x hoch 2 plus 4, das sind 6. Weiter geht's mit 1 durch x hoch n, das können wir schreiben als x hoch minus n. Auch da zum Beispiel 3 durch x hoch 5, das kann man schreiben als 3 mal x hoch minus 5. Hier geht es weiter, x hoch n durch x hoch m kann man schreiben als x hoch n minus m. Also x hoch 5 durch x Quadrat wird zu x hoch 5 minus 2, x hoch 3. Und das letzte, n-te Wurzel aus x hoch m kann man schreiben als x hoch m durch n. Auch da zum Beispiel, dritte Wurzel aus x hoch 5 schreiben wir als x hoch zuerst das m, also zuerst die 5, durch das n vorne durch die 3. Viel Erfolg mit dem Wissen der Oberstufe. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.